Hallihallo, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid, Pro Control Germany. Ich habe mir heute überlegt, ich muss heute zum Tätowierer und mache einen kleinen Vlog drüber. Ich habe mit Marco schon geredet, meinem Tätowierer, also es ist okay, wenn ich zwischendurch ein bisschen filme. Man muss halt nur ein bisschen aufpassen mit den anderen Leuten, die da drin rumlaufen. Aber für Marco ist es okay und ich bin ja schon ziemlich voll und heute geht es mit dem Bein weiter. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt auf den Weg und melde mich wieder, wenn ich da bin und bis gleich. So Freunde, es ist noch ein ganz kleiner Fußweg, gar nicht mehr weit. Dann gucken wir mal, wie es drinnen aussieht. Ich bin wie immer viel, viel zu früh. Ja, aber Pünktlichkeit ist eine Tugend, meine Freunde. Hier wären wir schon, hier quasi. Da müssen wir rein. Das machen wir jetzt auch und dann gucken wir mal, was wir drin so filmen können. Ja, hier sind wir schön im Laden. Könnt ihr mal gucken. Da ist der Marco. Voll geil. Ich kann heute eigentlich recht viel filmen, weil wir sind die meiste Zeit alleine. Finde ich sehr, sehr geil. Dadurch brauche ich auch niemanden fragen, ob es einen stört, wenn ich filme. Ich hoffe, ich kann euch da ziemlich cool ein paar Eindrücke geben und so. Also, ab jetzt geht es aber weiter ohne Ton und viel Spaß. Ich habe es ja gesagt ohne Ton, aber ihr wisst gar nicht, worum es geht. Ich habe vor mir einen The Walking Dead Comic Band zu machen, damit ihr überhaupt mal wisst, worum es hier geht. Der gute Marco fängt jetzt an zu zeichnen. Und ich denke, eine halbe Stunde, dann lehnen wir los. Ja, Freunde, wir sind ready für heute, haben gut was geschafft, finde ich geil, der Anfang ist gemacht fürs Bein. Ich bin quasi schon wieder am Auto, Bein ist eingepackt, ich fahre jetzt heim und dann packe ich es aus, mache es ein bisschen trocken und dann sehen wir uns dann wieder. Bis gleich. Ja, liebe Freunde, da sind wir wieder, schön da Häme. Ich habe das Ganze jetzt mal sauber gemacht, habe die Folie abgemacht und ja. Ich gebe die Kamera jetzt mal an meine bessere Hälfte, damit ich mal so schön da drüber filmen kann, damit ihr so ein bisschen seht, wie es genau aussieht. So sieht das Ganze aus. Wenn euch das gefallen hat, schreibt einfach mal in die Kommentare, wenn ihr vielleicht mehrere sehen wollt, weil ich habe jetzt circa die nächsten 4 Monate, glaube ich, jeweils immer einen Termin. Könnte diese ganze Vlog-Sache mit dem Tattoo also fortführen. Wenn ihr da Bock drauf habt, sagt einfach was und dann gucken wir mal. Ansonsten, tschüss!